Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Isle mit dem Chris. Moin, moin. So, ich hoffe, ich erreiche dich jetzt irgendwie. Weiß ich nicht. Wie gesagt, brenzlige Situation hier. Ist bei dir Wasser? Ja, ne? Bei mir ist Wasser und Essen. So, ich bin jetzt auf 11, ne, auf 10 und minus 97. Also ich habe noch ein Ende vor mir. Gefährlichster Punkt mit dem Barry, auf jeden Fall. Ich glaube, mit dem Suchen ist es aber auch nicht so einfach. Das Gebiet hier gefällt mir. Die Bäume gefallen mir hier. Ja, sieht schön aus gerade. Das war noch ein Stein. Ich dachte, da sitzt ein T-Rex. Ja, so wie ich, wo ich mich da hin platzieren wollte und dann liegt da irgendwas Dickes neben mir im Busch. Ich glaube, ich gehe jetzt da hinten einfach über die Hills. Oh Gott. Also wie gesagt, die Sache mit den Trikes in der letzten Folge, das hat nichts mehr mit Spielspaß hier irgendwie zu tun. Das ist einfach nur, um die Fleischfresser zu ärgern, ja. Das hat absolut keinen Sinn, sowas zu machen. Mega assi. Corpse-Guarding vom Feinsten. Oh, bei mir Oh ist hier Gott, meine keine. Nahrung. Oh Gott, meine Nahrung ist gerade wieder. Ich bin noch auf Hälfte jetzt. Und es sinkt, es sinkt, es sinkt. Ach, das geht Scheiße. eigentlich. Ja, bei mir geht's gerade mega krass zurück. Da, warte mal, ist da eine Leiche? Da liegt irgendwas, glaube ich. Oh, da ist ein toter Dino, glaube ich. Oder? Was ist das? Ja, das ist ein toter Dino. Der hat sich vor eine Klippe gestürzt. Okay. Okay, super. Oh, das kommt mir ja gelegen jetzt gerade hier. Und natürlich kann ich nicht essen. Ach, iss ihn doch, Mann. Oh, ich hasse das. Er liegt bestimmt wieder woanders, ey. Wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Diablo Ceratops, glaube ich, war ein kleines Strike. Ich kann ihn nicht essen. Oh Mann, was soll denn diese Kacke? Versuch mal von einem anderen Winkel und guck genau drauf. Ja, habe ich schon gemacht. Ich bin schon von allen Winkeln rangegangen. Das sind auch so Sachen, die so massiv stören. Wenn du dann kurz vorm Verrecken bist. Da tatsächlich was findest und davon nicht essen kannst. So, jetzt muss ich einmal über die Berge flüchten. Minus 17 bin ich jetzt und minus 75. Ich sehe deinen Namen noch nicht. Ich höre aber schon die Rexe brüllen. Aber bei mir ist gerade Totenstille. Und ich schleiche bei mir ums Loch rum und da sitzt immer noch der kleine Velo. Und hier war noch ein anderer Oh, ich habe Velo. Leichenreste gefunden. Oh, sehr gut, sehr gut, Kannst du sehr das gut. essen? Ich hoffe. Ja, hier liegen Leichenreste. Schön. Oh, jetzt ist doch weg. Und da unten ist gerade Action. Ich glaube, ich muss, wenn ich da durchs Tal muss, habe ich echt Arschkarte. Ich will da gar nicht hin zu dir, glaube ich. Ich will da nämlich schon alles Mögliche rumlaufen wieder. Ich Bei mir ist gar nichts. Bei mir ist chillig. glaube, eigentlich müssen wir so ein bisschen in den Highlands bleiben. Jetzt höre ich den Rex schon wieder. Oh, ich kann essen. Ja, wie schön. Oh nein, Rex. Oh nein, bitte nicht. Oh shit, oh shit, oh shit. Hab ich noch nicht gesehen. Er streift da oben rum. Oh Mann. Wie so eine Patrouille, weißt du? Wie so ein. Oh Mann, ich werde mich jetzt mal kurz ein bisschen aufladen, Leute. Überall schleicht hier irgendwas rum. Und also dem Rex kann man auf gar keinen Fall entkommen. Also man kann da nicht weglaufen, definitiv nicht. Eins. Oh, er Nein, kommt, er kommt, nein. er kommt. Tschüss, Martin. Nee, er guckte gerade so in meinen Busch rein. Aber eigentlich kann er mich nicht sehen. Aber jetzt überleg mal, eine Minute vorher wäre ich jetzt über die Berge gekommen, wäre ich tot. Ich wäre tot. Tot, tot. Okay, der gewisse Spannungsbogen ist doch hier gegeben. Bei mir Ne? gerade nicht, bei mir ist chillig. Weil wir wissen ja, dass die Leute hier definitiv sofort angreifen. Die meisten, ne? Glaube ja, so als Spino haben wir schon mehr Chancen, glaube ich. Aber so Kleinvieh wird hier Ja, sofort wenn wir jetzt so getötet. zweit rumlaufen, dann greift uns, glaube ich, nicht sofort alles an, ne?
Hofft man einfach mal. So, ich versuche mich jetzt wieder ein bisschen weiter zu bewegen. Oh. Oh, oh. Oh, ein Haufen Rexe. Oh, oh, oh. Oh, scheiße. Also wie gesagt, Leute, wir versuchen hier wirklich Survival zu machen. Das heißt, nichts riskieren und wirklich versuchen, lange zu überleben. Oh, sie kommen. Tschüss, Madin. Oder noch nicht. Er schleicht, er schleicht. Und er beißt durch die Büsche durch. Er beißt durch die Büsche durch. Oh, sind das... Sind die asozial? Sind die asozial? Haben sie dich, oder? Ja, ich bin gleich tot. Er hat mich nicht erwischt. Er hat mich nicht erwischt. Er hat an mir vorbeigebissen. Er hat an mir vorbeigebissen. Oh, shit. Er ist beißend durch die Büsche gelaufen. Aber er hat gesehen, dass ich mich im Busch versteckt habe und oh, hat an mir vorbeigebissen. Oh, hab ich. Sonst wäre ich tot gewesen jetzt. Also Admins, ihr müsst eure Community dringend überdenken. Also das ist ja wirklich... Also so krass habe ich das auf noch keinem Server erlebt. Das ist ja pures Cosing, was hier gemacht wird. Das ist ja... Das ist pure Sandbox. Ja. Bei mir ist es schon natürlich. Hier ist keiner, ey. Das war ja echt schon Vorsatz hier, einfach so. Gut, das habe ich letztes Mal auch gemacht als Spaß, aber das war echt schon gezielt. Ich habe einen Namen für die Folge. Vorsicht, bissig. Ja. Ach, ich bin im Tal, wo wir waren. Da liegt oben der tote Kano. Cool. Ich bin an einer schönen Stelle gespawnt. Mal schön. Ja. Ich muss warten jetzt hier. Ich komme jetzt, ich traue mich auch nicht raus jetzt hier, weil die hier patrouillieren. Und wie gesagt, falls das jetzt hier wirklich auch Viewer sind, die dann sehen, okay, die spielen jetzt hier gerade, wir müssen ein bisschen... Lasst es, Leute, das macht doch keinen Spaß. Das ist echt kacke, sowas dann. Sonst nennen wir uns um für die Eil und fertig. Oder so, ja, dann müssen wir das halt so machen. Aber das sieht man dann, wenn du mir eine Freundschaftsanfrage stellst. Das ist natürlich kacke, aber das macht echt keinen Spaß, so, Leute. Dann, wir müssen ja eigentlich uns nur einladen, wenn wir Relog machen oder sowas. Dann machen wir das, bevor die Aufnahme startet und Ende ist. Dann wird der Server nicht mehr genannt. Fertig. Aber ich sehe es ja trotzdem, dein Name, der dann aufblitzt in der Ferne. Dann kannst du ja... Ja, stimmt. Kann man das nicht ausstellen? Halt. Dann müssen wir das ausmachen. Kann man ja. Group Name Tags kannst du wegmachen. Achso, ja. Dann ist das halt so. Ich mach das mal weg. Also ich sehe dein jetzt nicht mehr. Ja, jetzt kannst du es nur anlassen, jetzt ist es egal. Aber wenn das jetzt hier zur Gewohnheit halt wird, ne, dann... Müssen wir das anders machen. Gut, das Gute ist natürlich, die Leute wissen nicht, wann wir spielen, aber die sehen natürlich unsere Namen. Und das ist dann immer so, wir gehen mal aktiver jagen. Ne? Ja, guck mal, ich bin im Video. Ich bin auf YouTube. Spaß. Mann, Kiddies. Also die das machen, jetzt fühlt euch nicht angesprochen, genau. Ne? Also nur die sowas machen, ist halt ein bisschen doof. Im Stream ist mir das tatsächlich doch egal. Also da könnt ihr mich dann auch gerne Stream hunten oder so. Weil wir da eh nur Sandbox spielen. Genau, weil wir da meistens eine große Gruppe sind. Also da wollen wir das sogar. Da könnt ihr das echt machen. Da probiert das, mal. Das ist lustig, eine Jagd, ja. Kommt dran. Also in einem Let's Play ist doch scheiße. Ja, die haben wahrscheinlich auch kein Schamgefühl, die Leute. Außer wenn es dann ihnen selber passiert, dann sind da so welche. Da ist ein Spino. Oh Gott, Spino. Bei dir gerade? Ja, aber weit weg noch. Ich trau mich jetzt gerade nicht raus. Ein Jutta habe ich auch gerade gehört. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht, ich muss mich... Oh, scheiße, ich weiß nicht mehr, wo er ist. Ah, der geht zum Kano, glaube ich. So, Kano-Leiche. Ich will unbedingt was erreichen. Ich habe schon 7,6 Punkte. Es ist okay. Jetzt geht die Nahrung auch nicht mehr so schnell runter. Also schon wieder. Minus 43, minus 74 bin ich. Minus 81 plus 49. Ich weiß, wo ich hin muss, aber hier ist Freifläche. Ja, da kommst du nicht rüber. Ne, da werden die mich sofort killen. Da bleibe ich jetzt einfach hier in der Nähe. Aber du musst trinken, ne? Aber wenn die Grow-Punkte steigen, dann
geht das eigentlich? Hier ist auf jeden Fall auch ein Jutta. Scheiße. Der wird mich auch handeln gehen. Das weiß ich. Also da war das mit dem Auszuhören noch leichter, ne? Ja, weil du weglaufen kannst. Mit dem kannst du ja nicht weglaufen. Ich versuche jetzt mal runter ins Tal zu gehen und hoffe, dass ich da einfach durchhalte von... Und da höre ich die Rexe auch schon wieder. Wo ist der Spino, ey? Ich weiß nicht mehr, wo der... Da auch, wo ist er? Das Schlimme ist, was ich bald befürchte, wenn wir Spino sind, werden uns die Rexe instant angreifen und uns killen. Weil der Rex einfach immer noch kräftiger ist. Dann spielen wir nächstes Mal halt auch Rex. Der beißt durch die Büsche. Nee, doch nicht. Ich bin tot. Ich glaub, du bist ich bin tot? Gleich tot? Ich bin gleich tot, der kommt genau auf mich zu. Rex? Nö, der Spino. Die waren eigentlich noch gechillt, die Spinos, ne? Na, ach. Sehr ruhig. Der macht Geräusche beim Sitzen, das ist mega Abfuck. Okay, er geht an mir vorbei. Ja, machst du keine Geräusche, wenn du dich hinsetzt? Nee. Also ich mach dann auch Geräusche. Du machst dann auch so grrr oder geht zum Sumpf hin. Ich pups meistens, aber. Ich bin im Sumpfgebiet. Ich sehe dich, ich sehe deinen Namen. Ich stehe mal kurz auf. Hä? Ich stehe. Ja, siehst du mich jetzt? Nee. Da hinten bist du. Pass auf, wo du hingehst, kommt der Spino. Da liegt eine Leiche sogar, also wir haben hier auch alles. Also ich bin im Sumpf. Ja, ich gehe da nicht rein, da läuft der Spino rein. Ich sehe dich auf jeden Fall. Ich versuche mal so ein bisschen in deine Nähe zu kommen. Das Gute ist, wir müssen jetzt den Schutz der Nacht nutzen. Da ist eine kleine Insel, da liegt eine Leiche, da will ich aber irgendwie nicht rüber. Da so ein bisschen bedenken. Von wo kommt der Spino? Aus deiner Richtung? Yep. Aber muss ich echt überlegen, welche Strecken... Oh nein. Oh nein, oh nein. Was denn? Da hinten sind Leute am Wasser. Leute? Hm. Ach du meinst, ach so, ich dachte gerade, was? Ja, Menschen. Menschen. Ich sehe da nur die Schwänze stehen. Ich weiß, klingt komisch. Ist aber so. Oh Mann. Man kann hier nirgends wohin laufen, so wirklich. Doch als Sucho werden wir es nicht einfach haben. Das ist das nächste Ding. Das sind einfach die Rexe sind zu OP. Das ist scheiße. Es müsste auf jedem Server ein Rex-Limit geben. Das Gute ist, ich habe schon einen Punkt. Das heißt, theoretisch müssten wir... Ich habe auch einen Punkt. Theoretisch müssten wir es schaffen jetzt. Den Punkt brauchen wir nur. Sollten wir eigentlich schaffen. Ja, und das geht ja auch nicht mehr so schnell runter jetzt, ne? Ohne nochmal zu essen, ich weiß es nicht. Ich meine, ansonsten ist hier tote Hose, da hinten sehe ich den Spino laufen. Ja. Ja, der ist im Wasser gerade, der schwimmt, okay. Ich sehe deinen Namen gar nicht. Ja, der Spino ist da gerade, der kommt auf mich zu. Ach, sitzt du gerade? Nee, ich stehe. Ach so. Sind wir wahrscheinlich außer Reichweite. Ich muss den Spino jetzt erstmal kurz beobachten. Ja, ja. Ja, der geht auf diese kleine Insel darauf. Auch noch ein kleiner Spino, ne? Weiß ich nicht. Darf ich es jetzt da hinten hinzulaufen? Ich glaube, das war gerade dumm. Was denn, war dumm? Ich versuche jetzt hier von Deckung zu laufen. Spino spackt da gerade ein bisschen ab. Ich habe hier ein Taco gehört. Und ein Schweig. Oh na, ach, haltet doch die Schnauze. Und Raptoren. Kann jetzt bloß gerade nichts einsehen, wenn man so ein bisschen im Busch drin sitzt. Man sieht nichts. Ich kann nichts sehen. Ich hab total die beschissene Pose gerade. Dass die Kleinen immer so einen Krach machen, weißt du, wenn die... Oh. Das ist Spino, der ist gerade neben mir an Land gegangen.
Jetzt hat er mein Hinsetzen gehört. Scheiße. Scheiße. Aber er rennt den Berg hoch. Ich glaube, die Spinos sind eigentlich noch gechillter, finde ich. Weiß ich nicht. Kann auch aber er ist sein. Stehen geblieben, wo ich mich hingesetzt habe. Wahrscheinlich ist es einfach nur so, weil er dich nicht gesehen hat, sonst würde er dich auch einfach killen. Ah, der ist weg. Bino ist weg, okay. Spannend, Leute. Absolut spannend. Flun cool. Oh, hier liegt ein Todesstrike. Sehr schön, so muss das sein. Und da kann ich von essen. Perfekt. Kannst du nicht von essen. Der auch für laute Geräusche beim Fressen macht, hör auf. Mr. Burns sniff, 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 sniff. Der schmatzt. Vielleicht treffen wir uns ja tatsächlich noch. Aber wenn er nicht so laut wie auch beim Laufen, ey. Ob er Asthma hätte, was ist das denn? Was? Hier ist irgendwas Großes. Oh Gott, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Komm, ich bin gleich tot. Es hat mich, glaube ich, gesehen. Kann er aufhören, Geräusche zu machen? Was Großes? Was? 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 Irgendwas. Oh, er hat irgendwas Großes. War bestimmt ein großer Dino. 5 Punkte haben wir schon. Komm, du musst durchziehen jetzt. It's time to say goodbye. Wenn man in diesen Büschen mehr sehen würde. Da bist du, okay. Komm in meinen Busch. Nee. Guck mal, wie er da steht und guckt. Ja, gegenüber. Da rennen sie. Da rennt irgendwas Kleines. Das ist ein Austro-Renner. Da sehe ich dich. Sniff, 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 sniff. Wie er ganz gechillt darüber läuft, ey. Oh. Chillig, ein Schand. War es ein Schand? Das war ein Schand, ja. Hab mich erstmal hingesetzt. Du da auch? Komm schnell, komm schnell, komm schnell. Oh. Erstmal hinsetzen. Bist in mir drin, schön. Hä, ich bin im Busch, wo du bist, ja. Ja, du sitzt genau in meinem Körper drin. Ach du Scheiße, wusste ich gar nicht. So wie das sein muss, doch. Nee. Wollte ich wir gar sind, nicht. Wir sind gehabt. Fusioniert. Fusioniert. Machen wir ein Geräusch jetzt. 6 Progression-Punkte haben wir. Wenn wir 10 Punkte haben, mache ich ein Geräusch. Machst du ein Geräusch? Dann lasse ich den Barry schreien. Da läuft was. Hörst du? Psch, psch, das habt irgendwas. Warte mal. So, Leute. Dann würde ich auch sagen, ob wir es jemals schaffen oder nicht, sehen wir natürlich leider erst in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da, guckt mal Chris vorbei. Das war ja Martin und der Chris. Tschüss. Tschüss.